weiß nicht, es ist noch ein bisschen krank drin, aber nichts Wichtiges, glaube ich. Also wenn jetzt so Medikamente hier wären, egal ob jetzt gerade geschlossen oder nicht, das würde mich stark wundern. Ja, ist auch nichts mehr da. Also das ist eins der Dinge, wo ich immer gesagt habe, das mache ich nicht, ich muss jetzt irgendwie trotzdem. Wir fahren jetzt auf Zug in einem fast lost place. Geschlossen place. Irgendwann lost. Da ist gerade ein Licht angegangen. Wie eine Lichtschranke. Ich bin hier rein und dann ging das an. So ihr Lieben, ihr werdet das nicht glauben. Ich habe blaue Hände, das hat einen Grund. Und zwar sind wir hier in einem Krankenhaus, was seit ein paar Wochen dicht hat erst. Das heißt, es müsste noch richtig viel hier sein. Ihr werdet das Video leider erst sehen, wenn ich hier wirklich safe aus der Nummer gehen kann und wenn ich weiß, das Ding ist verkauft, abgerissen, was auch immer. So, wir gehen mal los. Wir müssen echt übelst aufpassen mit Licht, mit allem, wenn zwischendurch ein bisschen dunkel ist, verzeiht es mir. So klar, ganz am Anfang haben wir hier irgendwie, ja, das sind die Putzwagen der Damen, die dann die OPs auch reinigen. Hier steht auch Zentralsterilisation. Genau. Zutritt nur für Personal, da ging es halt hoch in alle anderen Klinikbereiche. Ich muss ehrlich sagen, das ist so frisch, ich weiß gar nicht, wo hier was ist, das finden wir aber gemeinsam raus. So, wie gesagt, ich weiß nicht, was uns hier alles erwartet, aber hier haben wir ein Schloss ein elektronisches Schloss, das diese Tür sichern soll. Ist aber irgendwie nicht notwendig, die steht scheinbar einfach auf. Also die steht nicht scheinbar einfach auf, sie steht einfach auf. Oh, und es geht halt Licht an. Okay, haben wir eine Umkleidekabine, so wie es aussieht. Noch mehr Umkleidekabinen, da hinten der Hinweis, ob die Taschen leer sind. Ja, hier haben wir eine Toilette für die Angestellten. Hier, wie gesagt, auch nochmal so ein, ja, hier nochmal eine Damentoilette. Hier sind noch Sachen vorbereitet für den Abtransport. Hier auch nochmal Umkleidekabinen. So, Zentralsterilisation. So, dann kommen wir hier mal um die Ecke und gucken mal, ob wir die hier finden. Ja. Wie gesagt, ich kann euch die leider echt nicht zeigen. Ich versuche es mal von der anderen Seite. So. Muss hier leider dunkel bleiben. Ein bisschen kann man sehen. Es ist halt wirklich noch alles da, ne? Komplett eingerichtet. Kann man es hier vielleicht sehen, hier um die Ecke? Das kann man leider nicht sehen. Hier direkt, wo es dunkel ist, steht so ein Riesending. Ich kann einmal gucken, was da drauf steht. Miele Professional. Also tatsächlich werden hier die OP-Sachen sterilisiert. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, das ist so frisch, so krass, so eine krasse Entdeckung. Fenster stehen einfach auf. Hier nebenan ist noch eine aktive Praxis. Selbst da stehen die Fenster auf. Ich bin echt am Zittern, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, es wird so gefühlt, zitter ich gar nicht, aber innerlich bin ich so angespannt. Okay Leute, also irgendwas war gerade ganz deutlich zu hören, da gibt es aber eigentlich nur einen Eingang. Und da waren jetzt auch nur vier. Ist jetzt unklar, ob da jetzt jemand ist oder nicht. Oh.
niemand. Ich weiß nicht, was das war. Hast du das gehört? Lass uns hoch. Aber leise. Schnell hier dran vorbei. Hier ist die Tür nach außen, schnell. Nee, komm, lass uns hoch. Komm. Langsam glaube ich doch an Geister. Sony, was soll das sein? Sony Corporation, wer denn? Ah, Drucker, vom Drucker steht da irgendwas. Okay. Hier haben wir ein Durchgangsklo. Ich hab so einen trockenen Mund, das ist so krass. Weiß ich nicht. Wegen den Geräuschen eben. Hier. Okay, in Betrieb, in Betrieb.
Im Betrieb. Isolationsfilter, Leitung 2 Auswahl. Jalousien, Deckenleuchten, Kreis. Ja, man kann sich das regelrecht vorstellen, ne? Die sind hier reingekommen und haben den OP vorbereitet, haben hier dies und das alles vorbereitet. Ich glaube nicht, dass ein Patient das mitkriegen sollte. Genau, und hier führt dann auch die Sauerstoffzufuhr, das Lachgas und ja, Vakuum, was auch immer das bedeutet, aktiviert. Und hier haben wir, das wird, Leitung, Vakuum und ja, auf jeden Fall für Sauerstoff. Hier an den Seiten noch, da hinten ist da irgendwo noch für Gas. Ja, das sind selbst die Dioden leuchten, ne? Wie krass ist das? Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr von dieser krassen Nummer jetzt hier haltet. Ich gucke immer wieder aus der Tür, weil ich echt Schiss habe, dass wir gepackt werden. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier rauskommen würden. Also wenn jetzt da jemand kommen würde, wären wir am Arsch. Also mal klarzustellen, wir sind hier natürlich nicht eingebrochen. Es waren wirklich, wie eben schon erwähnt, viele Dinge stehen einfach komplett auf hier. So was hat man immer wieder und wundert sich. Aber ja, bei so einem frischen Krankenhaus hatte ich es auch noch nicht. Wir sind hier mitten in dem Ort auch, ne? Und wenn ja, jetzt hier oben überall automatisch das Licht angeht, kann es natürlich auch ganz schnell passieren, dass sich die Leute wundern und tatsächlich die Polizei schicken, so nach dem Motto, check das doch einfach mal. Und in diesem Falle wäre man dann halt leider am Arsch, ne? Boah, hier ist es wieder so warm. Ich habe so einen trockenen Mund. So einen beschissenen Geschmack gerade im Mund. Vor lauter Aufregung. Fahren wir jetzt mit dem Fahrstuhl raus? Okay. Wie geil ist das denn? Also wir fahren jetzt mal nach oben. Wir gucken, ob wir oben schon einbauen und dann. Echt jetzt? Feldbetten. Okay. Gut, dass der da fährt. Er kriegt was lange davon. Der Ding, wo ich immer gesagt habe, das mache ich nicht, ich mache es jetzt irgendwie trotzdem. Wir fahren jetzt auf Zug in einem fast lost place. Geschlossen place. Irgendwann lost. So, mal auf 2, fährt er auf 2. Ja, letztes Mal ist er stehen. Ja, letztes Mal ist er gar nicht mehr gefahren. Wir fahren ist er nicht mehr gefahren. Was nicht sehr doof ist, aber du hast von innen. Ja, keine Notentriegelung, weißt du? Was machen wir jetzt? Nach unten. Keller? Ja. Da ist gerade ein Licht angegangen. Nachtlicht. Wie eine Lichtschranke. Ich bin hier rein und dann ging das an. Nachtlicht. Hier kein Ruf, ihr kennt es. Wir sind jetzt auf Station, ganz oben. Also jetzt hätten wir tatsächlich ein richtiges Problem. Ist hier die ganze Zeit, das ist ja komplett an hier, ne, das Licht. Und es ist warm hier, Leute, wirklich. Es fühlt sich echt an, als wenn die vergessen hätten von die Bettpfannen. Guckt, ich sag, du hast alles noch da, Bettpfannen, Therapieraum, Arbeitsraum, EDV. Oh. So, wer sich jetzt fragt, warum ich oh gesagt habe, da ist gerade ein Auto sehr langsam vorbeigefahren. Ja, und bevor ich es vergesse, es ist so warm hier drin, ich weiß nicht, als ob wirklich, Auto. Als wenn die wirklich halt hier nicht umgestellt hätten. Als wenn die Heizung hier immer noch auf Winterzeit laufen würde. Was ist das denn für ein Riesensaal hier? Krass. Und was ist das für ein Riesenbett? Ach, weißt du, was das ist? Das ist wahrscheinlich für Menschen, ihr seht es leider nicht, das ist für Menschen, glaube ich, die übergewichtig sind. So, und da das Krankenhaus nicht mehr da sein wird, wenn ich das hier veröffentliche oder nicht mehr unter demselben Träger läuft, kann ich auch mal rausfilmen. Das macht man ja sonst auch nicht. Boah, ist mir warm, ey. Ja, lass uns einfach so ab die Treppe runter. Was ist das? Ist das ein Vorgarten?
Hier hängt echt eine Spinne. Also ihr Lieben, das sind die letzten heißen Minuten. Ja. Wir werden jetzt das Schiff verlassen und hoffentlich auch unbehelligt bleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen und ein Abo da. Ihr findet mich auch auf Instagram und Facebook.